Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play The Book of Unwritten Tales. Beim letzten Mal sind wir hier beim Tod stehen geblieben. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir machen wollten. Beziehungsweise ich weiß schon, was wir machen wollten, aber nicht, wie wir es machen wollten. Lasst mal sehen. Was haben wir denn hier? Zauberstab. Vergrößerungstrank. Landkarte. Kaninchen. Stärkungselixier. Wird uns hier alles nicht wirklich weiterhelfen. Ich stelle mich nochmal um, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Nee, sieht nicht danach aus. Gut, dann gehen wir wieder zurück in die Stadt. Beziehungsweise in die Stadt, habe ich gesagt. So. Und sehen uns noch einmal genau überall um. Hier drin waren wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Vielleicht gibt es hier was zum Holen. Lass mal sehen. Nee, hier haben wir alles abgegrast. Gut, dann geht's mal nach draußen. Und dann schauen wir nochmal in der Magierschule, ob es da noch irgendetwas gibt. So, was haben wir hier? Den Mörser haben wir. Bücherregal haben wir. Tafel haben wir. Schafskelett haben wir. Karton, wir können nochmal reinschauen, ob sich da was Neues ergeben hat. Ein alter Stoffteddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Okay. Dann hätten wir da auch schon mal nichts wirklich Sinnvolles. Mehr Locations gab's aber nicht wirklich, oder? Nee, weil das bringt uns alles nix. Gut, oder auch nicht gut. Wir brauchen einen Zylinder für das Kaninchen, das wissen wir ja. Was könnte uns sonst was bringen? Der Ring, den müssen wir abgeben. Die Karte ist schön und gut. Was der Reif hier tut, das ist so eine andere Sache. Schauen wir nochmal in die Oberstadt. Also zum Eingang der Oberstadt. Hier ist auch gar nichts mehr. Okay, hätten wir alles abgegrast. Hier hängt noch immer die weiße Flagge. Ist da wieder was drin? Mal sehen. Nein, mehr ist nicht drin. Ich lege die Fahne in den Eingang. Schon hilfreich, wenn man Verbündete hat, die sich in der Stadt gut auskennen. Okay, hätten wir das auch erledigt. Dann, ja, keine Ahnung. Gehen wir nochmal nach vor die Stadt. Aber da war auch, glaube ich, nichts mehr. Nee, das haben wir schon alles mitgemacht. Gehen wir nochmal zum Schaustellerlager. So, schauen wir uns hier nochmal um. Wohnwagen, Glücksrad. Und sonst haben wir hier gar nichts mehr. Denada. Okay, dann gehen wir nochmal in den Sumpf nach außen und schauen uns da nochmal um. Aber hier ist ebenfalls nichts mehr. Und beim Tod waren wir ja gerade erst. Sehr, sehr seltsam. Okay, machen wir jetzt wildes Rumkombinieren. Was mir im ersten einfällt, ist, mit der Feder können wir in das Buch schreiben. Ohne Tinte kann ich nichts ins Buch schreiben. Okay, das ist ein Hinweis. Dann brauchen wir also Tinte. Nur woher nehmen wir die, ohne sie zu stehlen? Denn wir waren ja schon überall. Es sei denn, wartet mal, konnte ich in der Stadt in den Serverraum gehen? Das wäre noch eine Möglichkeit. Vielleicht, dass sich da noch was versteckt. Ach, na klar, hier ist es. Kein Dämon, keine Gefahr. Okay, also haben wir jetzt das Tintenfass. Und wenn wir das miteinander kombinieren... Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Nur was? Und worauf? Naja, ich würde sagen, wir gehen in den Sumpf und finden es raus. So, einmal hier hin. So, und schreiben wir in das Buch. Was glaubst du, tust du da? Also, nichts weiter.
Ich wollte nur meine neue Schreibfeder ausprobieren. Ich würde es begrüßen, wenn du das nicht unbedingt im schicksalsbehafteten Buch der Toten machen würdest. Entschuldigung. Okay, also können wir nicht schreiben, weil er hier das sieht und uns davon abhält. Gut. Das bringt mich jetzt dazu, dass wir wohl irgendeine Art... Also, dass wir noch irgendein Item brauchen. Und das einzige Item, das wir noch kriegen könnten, ist beim Händler. Denn der konnte uns bisher nichts Sinnvolles geben. Jetzt sieht er aber anders aus. Haha, sehr nice. Hallo, Herr Krämer. Wo wollen Sie hin? Weg. Einfach nur weg aus diesem Loch. Ich gehe irgendwo hin, wo ich meine Sachen besser verkaufen kann. Aber ich darf mir doch noch eine Sache aus Ihrem Angebot aussuchen. Eigentlich sogar zwei. Quatsch. Du hast dir schon zwei Dinge ausgesucht. Den ballenmagiegewirkten Stoff und dieses kratzfeste und selbstreinigende Kesselset. Das stimmt nicht. Und Sie wissen es. Ich will mir noch was aussuchen, sonst... Sonst? Sonst sind Sie nicht mehr mein Freund. Ha! Sonst mag ich Sie nicht mehr und Sie sind nicht mehr mein Freund. Der war gut. Ach, was soll's. Hier, du kannst diesen Sack haben. Den kriege ich nicht mehr unter. Und jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. So, was ist in dem geheimnisvollen Sack? Hoffentlich kann ich mit dem Inhalt wenigstens etwas anfangen. Schon schlimm genug, dass er mich so über den Tisch gezogen hat. Es sind einige Feuerwerkskörper drin. Okay, sehr schön. Dann weiß ich jetzt auch, was wir tun. Und zwar wieder ab in den Sumpf. Und dort sorgen wir für eine gewisse Ablenkung. Denn der Ofen steht nicht nur zum Vergnügen da, deswegen rein damit. Also. Ob der Tod so einfach auszutricksen ist? Ich glaube schon. Was zum... So, und jetzt mit der Feder in das... Im Ofen knallt und das ist noch nie passiert. Und ist irgendwie auch verdächtig. Aber ich kann meinen Blick nicht vom Ofen abwenden. Ja, was für ein Zufall. So, und jetzt schreibe in das Buch rein. Wilduhr-Wetterquarz. Weißkammgebirge. Todesdatum? Jetzt gleich. Unglaublich. Ich habe den Tod ausgetrickst. Und dafür wirst du sterben. Ich wüsste nicht, warum das Holz so knallen sollte. Das war seltsam. Allerdings ist das vielleicht auch nicht so schwer, wie uns das Sprichwort glauben lassen möchte. So, mein lieber Tod, wir hätten was für dich zu tun. Reden wir mal mit ihm. Tag, Tod. Hallo. Hier, mein Name steht im Buch der Toten. Ich habe noch mal in das Buch der Toten gesehen. Und da steht mein Name. Ich muss sterben. Tatsächlich? Das ist ja wundervoll. Da scheint jemand begriffen zu haben, dass sich Gewalt verkauft. Oh oh. Lebe wohl, Sterblicher. Und jetzt? Autsch. Ah, das tat gut. So, wir sind jetzt also tot, ja? So fühlt es sich also an, tot zu sein. Es ist etwa so wie Himbeerkuchen von Tante Ethel. Gut, das heißt, jetzt können wir hoffentlich durch den Spiegel gehen. Ich hoffe, ich erschrecke die Leute als Geist nicht zu sehr. Am besten, ich gehe direkt zur Magierschule. Ach so, wolltet ihr die ganzen Bildschirme nicht zweimal zeichnen? Verstehe. Naja, warum auch nicht? So, und jetzt gehe durch den Spiegel. Also gut, es muss wohl sein. Einmal Luft anhalten und rein mit dir. Stunden später. Ich hab's. Ich hab das Amulett. Ein bisschen enttäuschend. Ich hätte gerne gesehen, was es ist. Eine fantastische Welt. Mit unglaublichen Wesen da drüben. Und kaum zu fassen, wie ich das Amulett bekommen habe.
Ja, ganz toll, Bilbo. Eine Schande, dass nur Geister durch den Spiegel gehen können. Jetzt muss ich nur noch wiederbelebt werden. Das kann ja nicht allzu schwierig sein. Ob du dich da mal nicht täuscht, aber so wie ich das Spiel kenne, gehen wir wieder zurück zum Tod und reden mal mit ihm. Huhu, Herr Tod, schauen Sie mal, wer zurückgekehrt ist. Was zum... Och nö, du bist ein Geist? So ist es. Das kommt auch immer mehr in Mode. Die Leute können heutzutage einfach nicht mehr loslassen. Ja, also wirklich. Was willst du? Es könnte sein, dass hier ein schrecklicher Irrtum vorliegt. Ein Irrtum? Du bist doch tot, oder? Nicht untot oder sowas. Alles bestens. Aber vielleicht sollte ich noch gar nicht sterben. Doch, natürlich. Das steht doch im Buch der Toten. Aber ich habe meinen Namen in das Buch der Toten geschrieben. Oh-oh. Verdammt. Es war zu schön, um wahr zu sein. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Eine Erschütterung der Macht. Kommt es zu einer Erschütterung der Macht? Nein. Es bedeutet, dass ich den Lauf der Dinge verändert habe. Dass ich meine Kompetenzen weit überschritten habe. Na sowas. Bei der nächsten Buchprüfung wird man mir die Haut abziehen. Der internen Revision wird nicht entgehen, dass hier ein nicht registrierter Geist durch die Gegend spukt. Du glaubst nicht, was sie mit den Nornen gemacht haben, als die mal mit ihren Fäden ins Tüdeln gekommen sind. Und wenn sie mich zurück ins Leben holen, dann reißen wir die Seite aus dem Buch der Toten und erzählen niemandem von dieser kleinen Episode? Warum nicht? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und dir macht es nichts aus, weiterleben zu müssen? Da muss ich durch. In Ordnung. Komm schon, leg dich in deinen Körper. Na dann mal los. In dieser sehr hübschen Haltung. So tot. Und jetzt? sehr schön. Tut mir leid, dass ich deine Todessehnsucht nicht erfüllen konnte. Nicht so schlimm. Es war eine interessante Erfahrung. Ich habe das Amulett noch. Meister Markus wird Augen machen. So, jetzt brauchen wir nur noch den Zylinder. Aber wie kriegen wir den? Gehen wir aber erstmal in die Stadt und zeigen Meister Markus das Amulett. Hä? Ich dachte, wir gehen in die Stadt. Und dann gehen wir eben jetzt in die Stadt. Whatever. So. Der Händler ist weg. Hallo, Meister Markus. Ich habe hier was für dich. Sehen Sie hier. Oh, mein... Ist das... Ja, das Amulett von Balthasar dem Brüchigen. Wie bist du da rangekommen? Ich bin durch den Spiegel gegangen. Und in einer wahnsinnig spannenden und abwechslungsreichen Questreihe habe ich mir in der Geisterwelt das Amulett erkämpft. Ich glaube es einfach nicht. Ein kleiner Gnom. Wie ist das? Alles ist möglich, gut. Wissen Sie noch? Das glaube ich auch fast. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit 2 Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich weiß doch noch nicht genau, wie wir den Zylinder vom Tod holen sollen. Aber das sollte doch irgendwie möglich sein. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich vorschlagen. Das war's erstmal aus der Welt von Book of Unwritten Tales. Macht's gut. Bis bald, euer Chris.